Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Obrigado por sintonizar a de fé. Herzlich willkommen zu Glaubensverbindung, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Ich bin der Patrick Jabwe aus der Freibaptisten Gemeinde in Niederau uh, in Deutschland. Uh, Niederau ist ungefähr 15 Minuten entfernt von Frankfurt, und uh, ich freue mich uh, über diese Stunde, in dieser Stunde mit dir über das Wort der aufzumachen und das Wort, das Wort Gottes zu betrachten. Und heute wollen wir, wenn wir die Geschichte eines Mannes hören, und der heißt Cornelius, und das Thema heißt heute die Errettung des Cornelius, die Errettung des Cornelius. Warum die Errettung des Cornelius? Weil, wenn man anschaut und studiert in der Schrift, wie man Cornelius errettet, dann, dann, dann lernen wir sehr vieles über das Evangelium, über die Verkündigung des Evangeliums und über das Wirken Gottes, wie Gott wegt, um Menschen äh, zu retten, um Menschen in sein Reich reinzubringen. Und besonders dieser Cornelius, der war ein römischer Soldat. Und, äh, und es ist wunderbar zu sehen, wie, wie Gott ihn rettet. Und da können wir lernen für unser Leben, wie du gerettet werden kannst, aber auch, wie, äh, was, was unsere Rolle ist als Gemeinde, als Person für die Verkündigung. Des Evangeliums. Und äh, lasst uns erstmal da, dazu eine Bibelstelle anschauen. Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 10, Vers 1. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der, der Schar, die man die Italienische nennt. Der war fromm und Gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete. Ohne Unterlass zu Gott. Und da sah er um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Er aber blickte ihn an, sagte, Schritt hier. Und sprach, was ist hier? Und er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass es ihre gedacht hat. Und das ist unser Text für heute und wir reden heute über die Errettung des Cornelius. Wie hat Gott Cornelius errettet und was können wir davon lernen? Und bevor wir anfangen, wollen wir mal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Stunde, wir danken dir für das Wort Gottes, öffne unser Verstand und hilf, hilf jeden hier, dass er das Wort Gottes versteht. Zeig uns und mach unser Leben. Äh, Wichtiger und, und, und fruchtbare für dich. Im Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. Amen. Nun Cornelius, wie die schrieb hier sagte, war ein Hauptmann der Schar, die man die Italienische nannte. Und, und das ist jetzt gemeint von der römischen Schar. Und die Römer äh, waren Besitzer oder waren äh, Kolonialisten in, in Israel. Und die Römer hatten das Land besetzen. Und äh, sie haben Soldaten äh, und Kaserne überall hingestellt. Und Cornelius war so ein Hauptmann. Er war äh, verantwortlich über 100 Männer. Und, und das war seine Verantwortung als Soldat. Das heißt, er war schon ein vorgeschrittener Soldat. Und, und er hat viel Verantwortung. Er war ein, ein, ein Manager, ein Führer, ein Leiter in der Armee. Und, und er war ein römischer. Das heißt, er war kein Jude. Er war kein Mensch von Israel und er kennte sich nicht so viel mit dem Gesetz, mit dem Gesetz Gottes. Er kannte nicht den Gott Israels. Aber wir lesen hier in der Schrift, dass Cornelius war Gottesfürchtig. Das heißt, er hatte in seinem Herzen Furcht vor Gott, obwohl er verloren war, äh, war er Gottesfürchtig. Und die Bibel sagt mit seinem ganzen Haus, er hatte sich angestrebt, seine Familie in die Wege Gottes zu führen. Und die Schrift sagt uns auch, dass er viel Almosen gab. Er war sehr ähm, ein sehr freundlicher Mann, hilfsbereit und er hat immer die Juden geholfen, wo er konnte, denn er hat unter den Juden gewohnt, aber das war äh, ungewöhnlich, wie er meinte, er wollte es äh, sieht so aus, als, als wollte er Gott gefallen, irgendwie. er, er wollte die Armen helfen. Er hat die Armen geholfen, er, er hat äh, er hat gebetet und wir sehen hier. Er hat auch gefasst, die Bibel sagt, er betete ohne Unterlass zu Gott. Das ist so erstaunlich. Äh, ein verlorener Mann der bete ohne unterlass Es gibt am besten der bibel wo gott uns anfordert oder auffordert dass wir ohne unterlass beten sollen aber cornelius ist verloren er kennt er hat keine persönliche beziehung mit gott aber er bete ohne unterlass das ist schon erstaunlich er war auf der suche nach gott cornelius hat gott gesucht und, und, und so ist es heute und auch vielleicht du Uh, mein, mein lieber Freund, uh, vielleicht suchst du auch nach Gott, vielleicht ist das der Grund, warum du vor diese, uh, in dieser Sendung hier anschaust oder vor mir steht uh, und du suchst nach Gott uh, und, und vielleicht gehst du in die Gemeinde wie Cornelius, du bist Gottesfüßig, uh, vielleicht gibst du viel Arm und bist du immer hilfsbereit bei den Nachbarn, bei den Freunden, uh, aber, aber wir sehen, dass auch von Cornelius und dann und in der neunten Stunde des Tages, uh, er sei in einem Gesicht, das heißt in einem Traum, uh, das hat nicht deutlich gesehen. Das Gesicht ist ein, ein altes Begriff für, für Träume oder eine Vision. Es war wirklich, es hat zwischen ein Traum und, 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 und Tatsächlichkeit und, und wahrhaftliche Erscheinung. Aber er hat gesehen, er hat einen Engel Gottes gesehen. Der Engel Gottes ist zu, zu ihm gekommen und er hat zu ihm gesprochen. Nun, Cornelius ist sehr wichtiger für uns, denn Cornelius und seine Bekehrung, wie der zu Gott kommt, ist ein Beispiel, wie wir zu Gott kommen. Und mit dem Leben Cornelius lernen wir, was uns nicht rettet, wie Gott auf unserer Suche ist. Er möchte uns retten. Wir lernen auch, wie wir dann antworten, wenn wir sein Wort hören, wenn Gott zu uns kommt. Uns retten und an, an unserem Herz arbeitet. Und Cornelius ist ein wunderbares wunderbar Beispiel und die Gemeinde kann davon lernen und verloren können natürlich davon lernen. Und das wollen wir jetzt tun in dieser Stunde. Erstmal ein paar Beobachtungen. Wir sind wir erstmal, die erste Beobachtung ist, dass Cornelius war religiös, aber verloren. Religiös, aber verloren. Apostelgeschichte 10. Vers 4, Apostel, Geschichte 10, Vers 4. Er aber blickte ihn an uh, und das ist der Engel und sprach, uh, das ist Cornelius, uh, Entschuldigung, Cornelius, und Cornelius sprach, was ist hier? Und er spricht zu dem Engel und er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihre gedacht hat. Und dann Vers 5. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Und dieser ist zu Gott bei einem Gehegeber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Und siehst du, wenn Gott, wenn Gott Cornelius erreichen will, wenn Gott schaut und Gott möchte Cornelius retten, er sieht, dieser Mann ist hungrig, dieser Mann möchte mich kennen. Und er strengt sich an, er gibt Almosen, er hilft den Armen, äh, er, geht, äh, er betet sehr oft, er betet sogar ohne Unterlass. Er ist ständig beim Beten, es gibt eine Last auf seinem Herz. Dieser Mann äh, ist gottesfürchtig, er möchte äh, nicht das Falsche tun, er möchte das Richtige tun, aber er ist trotzdem ein Sünder. Und, und, und er macht nicht alles richtig, aber er strengt sich an und, und er versucht anständig zu sein, ein anständiger ähm, Uh, Soldat, ein anständiger uh, Bürger, ein anständiger Mann unter den Juden. Er erkennt auch, obwohl er römisch aufgewachsen ist, obwohl er Römer ist, er erkennt, dass der Gott Israel der wahre Gott ist. Aber Cornelius ist verloren. Cornelius ist verloren, obwohl er so ein guter Mann ist. Uh, wie, was würdest du denken, wenn du von einem Bekannten oder von einem Nachbarn? der immer den Armen hilft, der helfen würde, der immer äh, in die Gemeinde gehen würde, der immer am Sonntag in die Gemeinde geht, vielleicht auch am Mittwoch, unter der Woche, der immer die Bibel lesen äh, würde, der immer äh, am Beten war und am Schreien zu Gott und, und, und immer ständig, ständig am Beten, beim Gott suchen. Und wenn du eine, so einen Nachbarn hättest oder einen Arbeitskollegen oder einen Freund, Du würdest bestimmt, bestimmt sagen, das ist doch ein Gläubiger, der, der muss doch in den Himmel kommen, der soll, der ist bestimmt gerettet. Äh, ich meine, wenn jemand in den Himmel geht, dann geht es dieser Mann, aber das war nicht so der Fall. Denn wir werden sie nicht durch unsere Werke gerettet. Alles, dies alles zeigt nur, dass Cornelius hungrig war, er wollte Gott kennenlernen, er wollte Gott finden. Er wusste, dass er verloren ist und er hat sich angestrengt, Gott nahe zu werden. Aber Cornelius war verloren. Und das ist die klare Botschaft. Denn der Engel sagt zu Cornelius, lass den Simon holen, bei dem Namen Petrus. Simon ist einer der Jünger von Jesus, der Apostel. Und er sagt, dieser ist zu Gott bei einem Geber Simon. Dessen Haus am Melik, der wird dir sagen, was du tun sollst. Siehst du, wenn du das Leben Cornelius anschaust mit alles, mit allem, was er getan hat, er hatte nicht das Wichtigste getan und eigentlich hat das alles nicht gezählt, denn wir sind nicht, wir werden nicht durch Werke gerettet. Niemand kann durch seine eigenen Taten äh, seine Sünde reinigen. Und so diese diese Aussage von Gott oder von den Engeln durch Gott zu Cornelius zeigt das. Cornelius hat das nicht getan, was er tun sollte. Denn der Engel sagt: Schick mal nach Petrus und finde ihn äh, bei Jope, äh, sende Männer äh, nach Jope und hol Simon bei äh, beim Namen Petrus und er will dir sagen, was du tun sollst. Gott sagt: Cornelius, ich weiß, du suchst mich, ich möchte dich retten, aber es gibt nur eines, was du tun sollst. Und das hast, hast du noch nicht getan. Ich, eigentlich. Du weißt, du weißt gar nicht, worum es geht. Ich weiß, du strengst dich an und, und, du, und du hast an deinem Gewissen gehandelt, aber du bist verfleckt von der Sünde. Und wie du gereinigt wirst, weißt du noch nicht. Und ich werde jetzt einen Mann senden. Ich habe einen Mann vorbereitet. Ich werde ihn senden. Du sollst ihn holen, dass er dir sagt, was du tun sollst. Und das ist auch das Gleiche mit, mit, mit uns, ja? was? Es gibt etwas, was man tun soll. Ich meine, wir werden nicht, nicht alle Menschen, wir werden nicht vom Grund, von dem Geburt, vom Mutterleibe gerettet. Und das ist so also eine falsche Vorstellung, die viele haben, dass wir alle Kinder Gottes sind. Aber Gott sagt zu Cornelius, es gibt etwas, was du tun sollst. Und nur dieses will dich retten. Nur die eine Sache, die, die weißt du nicht. Aber, aber um gerettet zu werden, um gereinigt zu werden von deinen Sünden, um, um, um bei Gott zu kommen, um bei Gott zu sein. Und, und damit Gott dich in seiner Gegenwart erlaubt, gibt es eines, was du tun sollst. Und so ist es auch bei jedem Mensch, bei jedem Kind, bei jedem erwachsenen Männer. Es gibt eines, was wir tun sollen, um gerettet zu werden. Und so, ähm, das ist der Fall von Cornelius. Und das hatte er noch nicht getan. Zweitens, die zweite Beobachtung ist, dass. Jeder Mensch, äh, ein Mensch musste Cornelius dem Evangelium verkündigen. Ein Mensch musste Cornelius dem Evangelium verkündigen. Apostelgeschichte 10, Vers 6. Apostelgeschichte 10, Vers 6. Now, nun, dieser, war, dieser ist zu Gott bei einem Geber Simon, sagte der Engel zu Cornelius, dessen Haus am Meer liegt, der wird dir sagen, was du tun sollst. Gott schickt den Engel. Und der Engel sagt zu Cornelius, äh, du sollst Männer nach Joppe schicken. Und in Joppe befindet sich ein Mann namens Petrus. Und dieser Mann ist ein Jünger Jesu. Jesus ist auferstanden, Jesu ist jetzt in den Himmel. Und Jesus hat schon den Geist über seine Gemeinde hinausgegossen. In dieser Zeit hatte, hatte Petrus schon die berühmte Predigt äh, vorgebracht. Die äh, über 3000 Menschen gerettet hat. Gott hat diese Predigt mächtig gebraucht. 3000 Menschen sind gerettet worden. Petrus verreist überall. Er predigt, er verkündigt das Evangelium. Und Cornelius sucht nach Gott. Und Gott schickt sogar einen Engel zu ihm. Aber Gott sagt: äh, Du kannst nicht so gerettet werden. Jemand muss dir das Evangelium verkündigen. Es soll einen Prediger geben. Äh, der Engel ist kein Prediger. Engel predigen nicht das Evangelium, sondern Gott gebraucht Menschen wie du und ich, um das Evangelium zu verkündigen. Oh, war Petrus heilig? War er ohne Sünde? Überhaupt nicht. Petrus hatte Sünde. Petrus war ein gottesfürchtiger Mann. Yes, Gott nennt ihn heilig, denn er geheilig wurde durch das Blut Christi. Aber Petrus hatte Fehler. Der, der war nicht vollkommen. Aber eines hatte Petrus. Petrus hatte das Evangelium. Er kannte das Evangelium, was, äh, was äh, Cornelius nicht, nicht kannte. Je, äh, Simon, Petrus, kannte Jesus Christus persönlich. Er wusste, wie man in den Himmel rankommt. Er, wurde, er wusste, was ein Mensch tun soll um von seiner Sünde gereinigt zu werden. Er wusste, was notwendig ist, damit der Heil, der Geist Gottes einen Mensch rettet. Und, und, und Petrus wusste das, Cornelius wusste es nicht. Und so Gott schickt nach Petrus und sagt, äh, hol mal den Petrus, denn er weiß, was du brauchst, um gerettet zu werden. Er kennt das Wort Gottes, er kennt das Evangelium, er weiß genau, was du tun sollst. So sende, man, sende Männer nach nach äh, Jopi, sag Gott. Nun, die erste Beobachtung haben wir gesehen, ist, dass Cornelius religiös war. Er war Gottesfürchtig, ein guter Mann, ähm, aber verloren. Hat ohne Unterlass gebetet, aber verloren. Er, er war nicht gereinigt von seinen Sünden. Und wenn er gestorben wäre in diesem Zustand, Zustand wäre Cornelius. Äh, für die ewig verloren gegangen in dieser Feuerflamme, was die Bibel Hölle nennt. Cornelius konnte nicht in den Himmel gehen. Der war verloren, obwohl er religiös war, obwohl er eifrig war in die Gemeinde, obwohl er äh, viel gebetet hatte. Das war die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung haben wir gesehen, dass Cornelius brauchte jemand, der wusste, was er nicht wusste. Denn eines nur musste er es tun, um gerettet zu werden. Das hat er noch nicht getan. Und warum hatte, es, hatte, er noch, hatte er es noch nicht getan? Nicht, weil er äh, das widerstehen wollte, aber er war einfach, er hat es ignoriert. Er wusste nicht, wie man gerettet wird. Und er hat sein Bestes gegeben. Sein Bestes war nicht genug. Und sein Bestes äh, war auch nicht notwendig. Äh, denn es gibt nur eines, was er tun sollte. Und das wusste Petrus. Und so Gott schickt zu Petrus. cornelius Je, äh, hat jemanden gebracht, der ihm das Evangelium verkündigt. Das war die zweite Beobachtung. Die dritte Beobachtung, ist das, Petrus musste bereit sein, alle Menschen Christus zu verkündigen? Petrus musste bereit sein, das Evangelium zu allen Menschen zu verkündigen. Bevor, ähm, wenn Gott spricht zu Cornelius, er, er, er schickt, Cornelius schickt diese Männer, und wir, wir haben nicht die Zeit hier, die ganze Stelle Bibelstelle zu lesen, aber Cornelius schickt diese Männer, um, um, um Petrus zu holen. Und während diese Männer unterwegs sind, Gott gibt eine Offenbarung zu Petrus und er sah, er, er, er ist hungrig, er ist auf dem Dach des Hauses und, und er, er betet. Und während er betet, hat er eine Vision, hat er ein Bild, das er sieht. Gott zeigt ihm ein Bild und da kommt eine, eine viele Tiere aus dem Himmel und da es alle möglichen Tiere. Na nun, Gott hat den Juden verboten Manche Tiere zu essen. Also zum Beispiel Schweine dürften nicht essen. Und so, Gott bringt dies, alle diese Tiere, sagt er dem Petrus, was er nicht essen sollte als, als, als Jude. Und Gott sagt zu Petrus, nun schlachtet, tötet und esst. Und Petrus sagt, nein, 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 Herr, sowas kann ich nicht essen, denn ich habe nie etwas Unreines in meinen Mund reingetan. Aber Petrus sagt, ich kann sowas nicht essen. Und Gott bringt dieses. Äh, dieses, ähm, diese äh, Offenbarung wieder und, und Petrus sieht nochmal diese Tiere und Gott sagt, schlachtet und isst. Und Petrus sagt, nein, hier, sowas habe ich nie in meinem Leben gesehen. Das, ist, das sind unreine Tiere für einen Juden. Das ist verboten nach dem Gesetz. Äh, das kann ich nicht essen. Und dann bringt Gott diese Vision ein drittes Mal, diese Offenbarung. Und er sagt, Petrus, schlachtet und isst. Und, und, und Petrus sagt, nein, 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 sowas kann ich nicht. Essen, denn äh, das, sind unrein, das sind unreine Tieren. Und als Jude kann ich das nicht essen. Das, ich habe sowas noch nie gegessen. Und dann sagt Gott ihnen etwas am Ende. Und hör mal, wie, hör mal zu, das ist sehr wichtig. Gott sagt, nennt nicht, bezeichnet nicht unrein, was ich gereinigt habe. Bezeichnet nicht unrein, was ich gereinigt habe. Und so Gott bringt diese, diese Offenbarung zu Petrus. Petrus weiß nicht, was es bedeutet. Er ist verwirrt. Und dann hört er, dass Männer an der Tür sind und die suchen nach ihm. Und Gott sagt, je mit diesen Männern. Was wollte Gott Petrus zeigen? Gott hat Petrus offenbart, für die Juden waren nicht Juden unrein. Und ein Jude dürfte nicht in das Haus eines nicht -Judas reingehen. Denn sie denken, sie dachten, oh, wir haben die Gebote Gottes, wir haben das Gesetz, wir sind höher als andere, wir sind rein, die sind unrein, und wir werden mit, mit, mit diesen Juden, mit den Römern nichts zu tun haben, denn wir sind heilige Leute und sie sind äh, Sünder aus, aus dem Heiden, und wir können mit dem keine Gemeinschaft haben, wir werden zu dem nicht gehen, und Petrus war nicht bereitwillig in das Haus eines Heiden rein zu gehen. Und so also Gott schickt diese Vision zu Petrus, nicht an Engel, aber er zeigt Petrus diese wunderbare Vision und er er bereitet Petrus, damit Petrus zu Cornelius gehen kann. Und er sagt zu Petrus, ich bin fähig alle Menschen zu heiligen. Ich bin fähig ein Jude heilig zu machen und ich bin fähig ein Heide heilig zu machen. Petrus, du sollst zu allen Menschen gehen. Du sollst nicht äh, ein paar Leute abseite legen und sagen, okay, oh, diese Leute, zu denen kann ich nicht das Evangelium predigen, denn äh, ich bin zu heilig, um, um mit denen zu reden. Nein, nein, nee. Gott sagt, Petrus, du sollst zu allen Menschen gehen. Du musst bereit, willig sein, zu allen Menschen zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Und da war der Petrus noch nicht bereit. Gott, Gott musste ihn öffnen. Siehst du? Gott musste, musste Petrus öffnen, damit er bereitwillig sei, mit jedem über Jesus zu sprechen. Und dann konnte Gott nicht ihn nicht gebrauchen, um, um, um Cornelius zu retten. Und so ist es, ist es eine wunderbare, ein wunderbares Bild, was Petrus ist für uns. So Petrus, Gott, beobachten wir, Gott wusste, dass Cornelius religiös war, aber verloren. Zweitens. Uh, Gott wusste, dass ein Mensch uh, in das Evangelium verkündigen sollte. Gott hat so, uh, so gesetzt, dass Menschen das Evangelium kennen und erfahren haben, es anderen verkündigen. Das ist das ist sein Weg. Und so also Gott schickt einen Engel und sagt Cornelius, ein Mann muss dir das Evangelium verkündigen, damit du gerettet wirst. Wir beobachten auch aus dem Text die dritte Beobachtung. Ist das Petrus war es mal nicht bereitwillig, zu dem Heiden das Evangelium zu verkündigen? Gott musste ihn vorbereiten. Gott musste ihn öffnen, dass er bereitwillig sein, mit allen über das Evangelium zu sprechen. Eine vierte Beobachten, äh, Wir sehen, dass Cornelius empfing des Heiligen Geist als Folge des Glaubens an Christus. Und wir werden jetzt hier nicht in die Stelle gehen, aber die Schrift sagt deutlich, dass das Petrus, als, als Cornelius das Wort hörte, und, und Petrus ging in sein Haus, in das Haus Cornelius, und Petrus fing an zu predigen, das Wort. Und Cornelius hatte alles alles, alles an Familie dabei. Und die Männer, die er ausgesandt hatte, haben Petrus geholt mit ein paar jüdische Männer Brüder aus der Gemeinde, und die sind verreist mit Petrus und die Männer, die Soldaten des Cornelius. Und dann kommen sie in diese Stadt, und Sie kommen zu Cornelius. Und wenn Petrus reinkommt, ist Cornelius so froh, begeistert, aber er hat alle seine Freunde geholt. Er hat alle seine Familie geholt. Er hat alle seine Verwandtschaft geholt. Denn er weiß, er hat eine Offenbarung von Gott bekommen. Er hat einen Engel gesehen und er weiß, etwas über Natürliches wird hier geschehen. Etwas, das so wichtig ist. Und ich möchte nicht, dass meine Familie das verpasst. Und Petrus fängt an zu predigen und er predigt Jesus und natürlich hatte Cornelius von Jesus gehört denn Jesus hatte gerade in diese Gegend gelebt er hat überall gepredigt und Cornelius hat von Jesus gehört aber er wusste nicht wie was Jesus mit seiner Errettung zu tun hat und so Petrus fängt an zu predigen und sagt dieser Jesus der gekreuzigt war der ist der Retter der Menschheit. der ist der Sohn Gottes der ist am Kreuz gestorben und sein Blut reinigt von der Sünde. Er hat so gesessen und hat gepredigt, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist lebendig und er hat uns geschickt, dass wir seinen Namen predigen sollten, dass durch seinen Namen Menschen vergeben werden von ihrer Sünde. Und als Petrus, als Cornelius das hört, mit seiner Familie, Gott fing an, in sein Herz zu wirken. Er sagt: Oh, das ist genau, was ich brauchte. Ich war verloren. Ich brauchte einen Erlöser. Jesus Christus ist für mich gestorben. Und während Cornelius, während Petrus predigt, dann kommt der Heilige Geist über die Menschen. Es kommt über Cornelius, über seine Familie. Der Heilige Geist kommt über ihnen und in ihnen. Und die fangen an, die Bibel sagt, in Zungen zu reden. Und Petrus erklärt, oh, die sind schon gläubig. Gott hat sie gerettet. Und er sieht an dem Wirken des Heiligen Geistes, dass sie jetzt gerettet sind. Du siehst du, Cornelius war religiös, aber er hatte den Geist Gottes nicht. Und ich schrieb sagt uns, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht seins. Wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht seins. So Cornelius hatte den Geist Gottes als Folge des Glaubens an Christus. Bekommen. Und wie sehen wir das denn in der Schrift? Die Bibel sagt, als Cornelius äh, den Geist empfing, dann sagt Petrus, können wir die Taufe verbieten, diesen, die an Christus geglaubt haben, die, die, die Gott angenommen haben, die Gott gerettet haben. Gott hat Petrus gezeigt, ich habe Cornelius errettet. Er hat das Evangelium gehört, du hast gepredigt und er hat geglaubt. Und als Beweis, dass er den Glauben Christus angenommen hat, hat Gott den Geist Gottes in Cornelius geschickt und hat das offenbar, hat das so offensichtlich gemacht, dass Petrus merkt, ich, ich, der Mann ist gerettet, der Mann ist neu geboren, der Mann, Gott hat seine, sein sein Herz gesehen und Gott hat das erkannt, dass er Jesus Christus aufgenommen hat. Und so Gott hat ihm seinen Geist gegeben. Und so, was lernen wir auf dieser Geschichte? Ein paar Beobachtungen. Erstmal, dass Cornelius religiös war, aber verloren. Zweitens beobachten wir, dass ein Mensch musste ihm das Evangelium verkündigen. Drittens, dass Petrus musste vorbereitet sein, musste offen sein, mit allen über Christus zu reden. Und dann viertens, dass Cornelius den Geist empfing als Folge seines Glaubens an Christus. Nun, welche Lektion, welche Lehre können wir für unser Leben? mitnehmen aus diesem wunderbaren Beispiel. Erstmal, die erste Lektion, die erste Lehre aus dem Text ist, dass viele Menschen sind religiös, aber verloren. Siehst du, Religion rettet nicht. Äh, ob, ob du Moslem bist oder katholisch, evangelisch, Baptist, äh, ich bin Baptist, spielt keine Rolle. Religion wird kein Mensch retten. Religion kann kein Mensch retten. Zweitens, äh, äh, Beten wird nicht retten. In der Bibel, in die Gemeinde gehen, wird nicht retten. Äh, zweitens, die zweite Lehre ist, dass wir Christus anrufen sollen. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10: Wie sollen Sie denn aber den anrufen, an dem Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Und so lehren wir, es muss, wir müssen, jemand muss das Evangelium verkündigen. Niemand wird gerettet durch Beispiel oder, oder, oder. Oder das, in dem das Leben seiner Nachbarn anschaut. Wir müssen, das, wir müssen Christus reden. Es muss mit dem Mund geschehen. Ich muss Jesus verkündigen. Und dann letztens, wir sehen auch, die Bibel sagt in Apostelgeschichte 10, 43: 4. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünde empfängt. So wird man gerettet, indem man Jesus Christus empfängt. Herzlich willkommen zu Glaubensverbindungen, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen.